Pussy Power! Anime! So, meine Anime-Liebhaber, kommen wir zu Teil 5 meiner deutschen Anime-Serienaufzählungen. Blue Exorcist. Die Geschichte rund um Teufel und Exorzisten wird wohl so manchen religiösen Menschen die Haare zu Berge stehen lassen. Die spannende Geschichte um Satan und seinen Söhnen, die sehr gut inszenierten Kämpfe und der hinreißende Soundtrack machen so aus dem Ganzen ein großartiges Werk. Die Animationen sind schön und flüssig, die Kämpfe werden mit vielen Explosionen, Effekten untermalt. Ich habe gelesen, dass der Anime später stark vom Manga abweichen soll, was man auch merkt, denn der letzte Akt kam mir schon ziemlich aufgesetzt vor, als ob es nur noch darum ging, es ohne Sinn und Verstand noch richtig krachen zu lassen. Bis jetzt 25 erfreuliche deutsche Folgen. Betum bietet kurzweilige, mittelmäßige Action-Unterhaltung, die nie übermäßig glänzt, mich jedoch durchgängig gut unterhalten hat. Aus dem Spiel Betum wird für die Charaktere Realität. Sie sitzen auf einer Insel fest und müssen sich gegenseitig mit verschiedenen Arten von Bomben ausschalten. Die Animationen des Animes bewegen sich im guten Bereich, während die Musik hingegen sehr durchwachsen war. Opening und Ending fand ich gut. Wer Fan von Animes ist, die um das klassische Deathmatch aufgebaut sind, kann ruhiges Gewissen einen Blick riskieren. Für 12 kurzweilige Actionfolgen reicht der Anime vollkommen aus. Worst Angel. Die Handlung ist episodenhaft aufgebaut. Einen fortlaufenden Handlungsstrang gibt's nicht. Die einzelnen Folgen an sich sind allesamt solide bis unterdurchschnittlich, aber sie versuchen dem Zuschauer wenigstens keinen allzu großen tiefen Sinn aufzudrücken. Ich fand die Animationen und Zeichnungen spitze. Das Charakterdesign ist sauber, die Hintergründe sind sehr bunt und detailliert. Das Opening gibt schon gleich den Ton der Serie an. Das Ending habe ich jedes Mal geskippt, keine Bewertung von mir diesbezüglich. Die Hintergrundmusik ist allerdings wirklich vom Allerfeinsten. Fazit: Den Anime kann man genüsslich zwischen ein paar anderen Werken mal zur Entspannung reinschieben. Mit diesen 24 Folgen tut sich da wohl keiner weh. Kanan. Ein actiongeladener Haut-drauf-Anime mit wenig Tiefe, gut aber nichts Besonderes, zumindest auf den ersten Blick. Kurz gesagt, in der Story haben wir durch einen Virus veränderte Mutanten schon des Öfteren gesehen, genauso wie Terroristen einen geheimen Plot den Journalisten aufdecken müssen und so weiter. Trotzdem funktioniert die Story und ist in ihrer Ausführung durchaus komplex. Es gibt zwar einige dramatische Elemente, aber in einer Action orientierten auf lediglich 13 Folgen beschränkten Serie bleibt nicht viel Raum für stark ausgefeilte Charaktere und ihre Entwicklung. Fazit: Wer einen schicken Action-Ausflug mit stylischen Kämpfen, sympathischen Charakteren und einer eher leicht verdaulichen Story für zwischendurch sucht, sollte auf jeden Fall etwas Zeit riskieren. Candidate for Goodness. Ja, die gute alte Zeit, als Animes noch auf Viva und MTV liefen. Bereits damals hatte ich die Gelegenheit, mir CFG mal anzusehen und kann nur sagen, die Geschichte scheint nicht wirklich mit seinen 12 Folgen abgeschlossen zu sein. Die Geschichte um die jungen Piloten und ihre weiblichen Navigatoren, die auf einer Raumstation ausgebildet werden, mag so alt klingen, wie der Anime ist. Doch was hier Spaß macht, sind die Interaktionen der Charaktere. Jede Menge gut bleibende Action und Humor ohne Ende, da kann man wirklich nichts dazu sagen. Bei der Musik wird ein recht guter Job gemacht und auch die Stimmung kommt zumindest meistens gut herüber. Captain Future. Ich glaube, es ist keinesfalls untertrieben, wenn ich behaupte, dass Captain Future einer der ausschlaggebenden Faktoren für den Anime-Auftrieb außerhalb Japans war. Für unsere heutigen Verhältnisse sind die Animationen nicht so doll, aber man darf dabei nicht vergessen, dass der Anime-Boom gerade erst einsetzte. Der verdiente Kultstatus zeichnet sich auch durch den Sound aus, der aus einfachen, aber unglaublich liebevoll improvisierten Soundeffekten besteht. Fazit: Captain Future ist ein absolutes Muss für jeden Anime-Fan und qualitativ so genial gemacht, dass es auch keine Rolle spielt, wenn man die gekürzten Kinderversionen anschaut. Die Serie hat bis heute nicht von ihrem Charme verloren. 40 Folgen Retro-Spaß. Cardcaptor Sakura. CCS ist wohl neben Sailor Moon einer der bekanntesten Magical Girl Animes und lässt somit befürchten, dass sich trotz der großen Unterschiedlichkeit an einzufangenden Karten gerade bei älteren Zuschauern schnell eine gewisse Monotonie einstellt. Das heute leider nicht mehr übliche Klempt-Charakterdesign ist hier wirklich wunderschön ausgefallen. Die Musik kann nicht nur das Geschehen treffend untermalen, sondern auch teilweise für sich allein genommen ein wahrer Ohrenschmaus sein. Die effektvollen Magie-Animationen können sich in Anbetracht des Ausstrahlungszeitraums gut entfalten. Das gilt allerdings nicht für die ein oder andere ärgerliche Schlamperei bei den sonst so gelungenen Zeichnungen. CCS bietet 34 Folgen, das heißt, eine von drei Staffeln wurde mal synchronisiert. Chaika, die Sargprinzessin.
Story und Welt, ein eher klassisches Gerüst, magische Welt, in der die Protagonisten sich auf den Weg machen, mehrere Objekte zu suchen oder zu erlangen. Animation sticht nicht besonders heraus, hat jedoch grundsolide Qualität und ziemlich gut animierte Kämpfe. Mangel dafür eher im Bereich Hintergründe, welche nicht besonders detailreich waren. Netter Anime mit ganz interessanter Story und soliden Animationen, der durch herrlich erfrischenden Hauptcharakteren punktet, bietet super Abwechslung zu dem ganzen lahmen Standardgedöns, was übrig bleibt. Wenn man die Top-Animes alle durch hat, 18 von 22 Folgen auf Deutsch, schaut's euch an, es lohnt sich. Jobits. Das Ganze ist auf sehr lustige Weise ziemlich auf sexuelle Andeutungen angelegt. Dabei habe ich wie so oft bei dieser Serie echt Tränen gelacht. Dieser Anime ist einfach nur herrlich komisch und baut geschickt eine solche Spannung und durchaus auch eine tiefgründige Hintergrundhandlung auf, dass man vor dem Ende der Serie nicht aufhören kann zuzuschauen. Fazit: sehr schöner Anime mit liebenswerten Charakteren und herzzerschmelzenden 24 Folgen. Chrono. Was mir bei dem Storyverlauf aufgefallen ist, ist, dass sie wirklich in chronologischer Abfolge der Episoden immer spannender wird. Was ja nun nicht immer bei Animes der Fall ist, der absolute Höhepunkt der Qualität der Story wird erst mit dem denkwürdigen Ende erreicht. Selten hat mich ein Ende derartig vom Sitz gerissen. Was die Optik von Chrono betrifft, kann man absolut nicht meckern. Charakterdesign und Hintergründe angeht, bringt der Anime die recht düsterste Grundstimmung der goldenen 20er sehr gut rüber. Die Animationen sind durchgehend fließend und geben besonders in den Kämpfen eine gute Figur ab. Im akustischen Bereich des Animes gibt es für mich eigentlich weder etwas zu tadeln noch besonders zu bejubeln. Der Sound erfüllt seinen Zweck, ist aber auch nicht mehr als Durchschnitt. 24 Folgen, angenehm tolle Unterhaltung. So, das war's. Die Titel findet ihr unten in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Deutsche Anime-Serien Teil 6.